Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Zweite Runde des Finalturniers steht an gegen Sadia oder wie sie hieß. Kann man jetzt hier? Nein, kann man immer noch nicht. Okay, alles klar. Gegen die Kampfarena-Leiterin auf jeden Fall. Dann gucken wir doch mal kurz. Ja, da müsste Uhafni eigentlich eine gute Partie spielen. Wir gehen auf jeden Fall zur nächsten Runde rein in Stadion und gucken mal, mit was sie uns diesmal entgegnen wird oder begegnen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann, weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall jetzt rein. Wir starten nun die zweite Runde des Finalturniers. Welcher der vier verbleibenden Trainer wird am Ende dem Champ gegenüberstehen? Heute geht es mit dem ersten Kampf der zweiten Runde des Finalturniers. In der ersten Runde konnte Jens sich einen unerwarteten Kampf gegen Betis durchsetzen und hat selbst Arena-Leiterin Kate bezwungen. Wird er seine Siegesserie fortsetzen? Nicht, wenn es nach Saida geht. Dem Wunderkind des Gala Karate. Einem Riesenapplaus bitte. Eins steht fest. Dieses Mal werden meine Attacken wie die Faust aufs Auge passen. Mein Team wird bei dir ordentlich für Herzrasen sorgen. Bist du bereit? Dann komm und kämpfe. Sehr gerne. Auf geht's. Resladero. Lucario. Du hast mich zwar schon einmal besiegt, aber jetzt zeige ich dir, was ich wirklich drauf habe. Resladero, das Wrestler-Pokémon. Lucario, komm zurück! Warum ist es so übertrieben stark? Was hat er gerade eingesetzt? Turmkick? Hä? Aber dann ist auch Reflex scheiße. Oh, ich dachte, Lapras kann länger überleben. Schade. Dann machen wir Ladungsstoß. Ja, es zieht trotzdem 60 ab, weißt du? So. Tschüss. Tut mir leid, Lapras, ich habe nicht dran gedacht. K-Octo. Ich glaube, gegen K-Octo hatte Uhafni hier schon mal eine gute Figur gemacht. Luftschnitt ist daneben gegangen. Schade. Versuche doch mal. Okay. Jetzt nochmal Drachenpuls hinterher. Gut, Top-Genesung kann man natürlich auch einsetzen. Dann machen wir jetzt halt nochmal Luftschnitt. Und du hast nur Zeit gewonnen. Sehr schön. Karl erreicht Level 45. Legios. Nö.
auch Legios mit den Luftschutzschirmen bekommen. Lauchzimmer. Nö. Und auch Lauchzimmer mit seiner übertriebenen Abwehr wird sich dem Luftschnitt stellen müssen. Aber auch er hat keine Chance. Machomai. Nö. Bleib standhaft. Wir geben gemeinsam unser Bestes. Dein letztes, ne? Dann. Dynamax. Riesen-UH4. Menno, da schlagen wir eben alles kaputt. Ich zolle dir in einer steigenden Respekt. Dann mal los. Akami Level 57. Und das war Runde 2. Unfassbar, wie stark du bist. In meinem Haar hätte ich Waffen, so wie ich gegen die Flucht ergriffen. Und Jens macht den Sack zu. Saldia ist besiegt. Danke für diesen Kampf. Was ich verloren habe, ärgert mich natürlich, aber ich fühle mich auch seltsam erfrischt. Ich kann es nicht leugnen, gegen dich zu kämpfen macht einfach Spaß. So gesehen war das für mich der perfekte Kampf. Du wirst auf deinem Weg noch unzählige Kämpfe bestreiten, mögen sie dein Herz weiter stehlen. Wir verabschieden uns erneut für eine kurze Pause, meine Damen und Herren. Bleiben Sie dran! Oh, wieder gegen Roy. Seine Dragon-Pokémon. Eieiei, ich glaube, da muss ich mal ein bisschen umstellen. Hier sind die Ergebnisse von Runde 2. Oha, wie es aussieht, hat Roy mit Ness kurzen Prozess gemacht. Ich glaube... Hey, hey, nicht schubs, Mary. Oh, Jens, tut mir leid. Nach meiner Schlappe wollte ich unbedingt, dass Ness dich als Revanche besiegt. Aber was macht mein großer Bruder? Er fliegt sofort im Kampf gegen Roy raus. Echt toll gemacht, Ness. Jetzt denken bestimmt alle, dass unsere Familie nichts auf ihn passt. Ach was, ihr weißt doch, wie stark Roy ist. Dafür, dass ich komplett auf Dynamax setzt habe, konnte ich echt gut mit ihm mithalten. Das haben die Zuschauer schon geschnallt. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, es ist mir schon klar. Ich habe genau gesehen, für deinen Kampf du hingelegt hast. Aber genau deshalb wollte ich auch unbedingt, dass du gewinnst. Ich bitte dich, Jens, schnapp dir den Titel. Ich folge dich auch an. Sorry, dass wir dir gerade mit unserem eigenen Drama ein Kotelett ans Ohr gelauert haben. Das ist sicher das Letzte, was du für den entscheidenden Kampf des Turniers brauchst. Roy wartet schon auf dem Platz auf dich. Zeig ihm, was eine Hake ist. Okay.
Roy wartet auf uns. Wir haben natürlich Lapras als Eis-Pokémon. Wir haben natürlich auch selber Drachen-Pokémon, aber wir haben kein Fee-Pokémon, außer Arcani mit einer Fee-Attacke. Wir können es jetzt natürlich versuchen. Wir können es natürlich gerne versuchen. Aber dann würde ich auch gerne Lapras aus Sicherheitsgründen nach vorne bewegen. Gucken, ob wir mit dem Team irgendwas erreichen können. Ich bin gespannt. Ansonsten müssen wir es halt nochmal machen. Oder ist dann das Spiel vorbei? Wir wissen es nicht. Da muss ich vielleicht nochmal neu laden. Aber wir gehen erstmal rein in den Kampf, so wie wir jetzt sind. Der letzte Kampf, bevor wir gegen Deleon kämpfen dürfen, wenn wir es schaffen, Roy ein zweites Mal zu besiegen. Es ist soweit, meine Damen und Herren, der letzte Kampf des Finalturniers beginnt. Wer wird sich das Recht erstreiten, den unschlagbaren Deleon herauszufordern? Wird es jetzt sein, der glänzende neue Stern am Trainerhimmel? Oder wird es der ewige Rivale des Champs sein, Roy der Drachensturm? So sieht man sich wieder, Roy. Jetzt hast du es also bis hierher geschafft. Du bist echt eine Nummer für sich. Deleon hat die richtige Entscheidung getroffen, als er dir die Empfehlung geschrieben hat. Sieht so aus, als müsste ich erstmal an dir vorbei, wenn ich gegen Deleon antreten will. Ich bin so scharf auf dieses Duell, dass ich mein ganzes Team auf Einzelkämpfe ausgerichtet habe. Du denkst nun sicher, für wen hält sich dieser Typ? Er hat doch letztes Mal schon verloren. Aber glaub mir, in diesem Kampf wirst du einen völlig anderen Roy kennenlernen. Ja, darauf, ja, das meine ich auch. Das bin ich auch gespannt. Mal gucken, was er so in petto hat. Ich bin gespannt. Roy! Ein Kotil. Interessant. Interessant. Dürre erzittert vor der Kraft der Sonne. Gut. Dann wollen wir doch mal unsere neue Attacke ausprobieren. Wie sieht's damit aus, Roy? Kaskade! Dena! Okay. Gut. Dann Lapras, bevor du einschläfst, nochmal Hydro-Pumpe. Viskogon, was ist denn ein Viskogon? Darf ich das mal nur kurz nach? Ich glaube, ich weiß schon die Antwort. Okay. Wir kämpfen weiter. Eisschrei wäre hier, glaube ich, die richtige Antwort. Regentanz. Okay, das ist ja nett. Es regnet, so ein kalter Regen bei mir auf der heißen Körper. Napra schläft immer noch den Protest. Könntest du es kurz mal antippen? Antippen war die Devise, nicht Donner. Lapras, würdest du bitte wieder aufwachen? Lapras, bitte wenigstens ein Eisstrahl. Danke. Schade, dass du nicht eingefroren bist. Gut. Jetzt müssen wir uns was überlegen. Jetzt wird's witzig.
Sehr gut, Akali. Gut gemacht. Akali war erst Level 46. Die Beldra. Was hatte denn die Beldra nochmal für eine... War es nur Drache? Es war Bodendrache. Kann Lapras leider gerade nicht wiederbeleben. Drachenpuls. Der Wind beschwört einen Sandsturm heraus. Das ist nicht so schlimm. Damit kann ich leben. Solange dieser Drachenpuls trifft. Jawohl. Im Hafen hier Level 56. Orkan. Und wenn er greift das Ziel an, indem es mit heftigen Wippen im Ziel mit dem Wind berührt. Hat aber nur 70. Uiuiui, dafür unsere einzige Flugattacke opfern. Oder wir machen Biss weg. Eieiei. Ich mach mal Biss weg. Ich glaube, das wäre jetzt nicht so schlau. Despotar Reflex 62, Reflex 54. Tortonator. Was ist denn Tortonator? Tortonator war auch Boden, ne? Ich glaube, der war auch Boden. Eieiei. Wir versuchen es. Wir haben hier gut gekämpft. Kommt zurück. Despotar. Sein vorletztes. Oh, sehr gut. Erdbeben Despotar. Voll. Feuer war es also. Sehr gut. Das war Stahldrache, ne? Ja, komm zurück. Ich glaube, es war Stahldrache. Hey Roy, werde gegen Delion gewinnen. Ich Roy werde gegen Delion gewinnen. Aber erstmal jetzt ich erstmal dich. So ungefähr. So, letztes Pokémon. Mal ein Dynamax. Arcani. Dünner Erdstoß. Geht ihr bitte, mein Partner wird jeden aus dem Stadion boosten. Wieso darf er als erstes?
wieder brauchen. Oh oh. Autsch. Sehr geil. Was hält er durch? Komm schon. Aber du hältst das nicht durch. Ja. Es ist bitter, kurz vor dem Finale zu verlieren, aber ein Selfie mir so Schmerz. Jens hat den Sieg errungen. Ich fasse es nicht. Ich war so stolz auf die Fortschritte, die mein Team und ich gemacht haben. Und dann kommst du mit einem Team an, das noch tausendmal besser ist. Unglaublich, wie viel du in so kurzer Zeit dazugelernt hast. Ich gehöre noch längst nicht zum alten Eisen, aber es ist immer wieder erschreckend, was selbst ein kleiner Altersunterschied ausmachen kann. Du hast eine strahlende Zukunft vor dir. Lass jetzt nicht locker und zeig Stelion. Die goldene Nummer 12, Jens, hat einen unfassbaren Sieg eingefahren. Sie wissen, was das bedeutet, liebe Zuschauer. Der Trainer, dem Stelion selbst seine Empfehlung für die Arena-Challenge getrieben hat, wird nun beim Champ-Match gegen ihn antreten. Hier ist das Ergebnis des Finales. Hey, gleich ist es soweit, was? Ich werde der lauteste Fan im Stadion sein. Jetzt muss ich nur noch entscheiden, wen von euch beiden ich anfeuern soll. Meinen großen Bruder oder meine Rivalen? Puh, das ist echt keine leichte Entscheidung. Meinst du, ich soll Jens anfeuern? Ja, dazu habe ich auch tendiert. Schließlich haben wir so viel zusammen erlebt, seitdem wir Full Longham verlassen haben. Eigentlich gibt es da gar nichts zu überlegen. Mach das Unmögliche möglich und schlag den unschlagbaren Helm. Du musst gewinnen. Gott. Okay, wir müssen gewinnen. Alles klar. Ob wir das auch schaffen? Wir werden es diese Folge noch herausfinden, weil wir haben gerade mal 25 Minuten. Oder wir machen eine kurze Folge. Ich weiß nicht, soll ich euch jetzt weiter auf die Folter spannen oder nicht? Ich bin gerade hart am Überlegen. Aber ich glaube, ich spanne euch weiter auf die Folge und weiter auf die Folge. Weiter auf. Wieder schauen, reingehauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.